Okay, ihr Lieben, diese Ausgabe von Was wäre wenn wird jetzt ein bisschen spezieller, denn ich packe in dieses eine Was wäre wenn Video tatsächlich ganze zwei Varianten einer Was wäre wenn Geschichte rein. Im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns hier, wie auch schon im Titel angegeben, mit der Frage, was wäre wenn der Tyrannosaurus Rex den Kampf gegen den Spinosaurus in Jurassic Park 3 gewonnen hätte. Diese Frage werden wir allerdings erst ab der zweiten Hälfte dieses Videos hier beantworten. Ich habe euch allen mal hier auch einen Timeskip gemacht, da könnt ihr quasi selber auch die verschiedenen Kapitel auswählen und eben einmal das Was wäre wenn, was jetzt eben zuerst drankommt, auswählen oder eben direkt vorspringen zum nächsten Was wäre wenn. Also wie gesagt, das Was wäre wenn der T-Rex den Spinosaurus getötet hätte, das kommt ganz zum Schluss. Wir befassen uns vorher aber nochmal mit einer Frage, die einfach auch mit in dieselbe Region reinspielt, nämlich was wäre denn gewesen, wenn der Spinosaurus überhaupt nicht existiert hätte und wir stattdessen eben nur den T-Rex in Jurassic Park 3 gehabt hätten. Das heißt, was wäre denn wenn wir den Spinosaurus gegen den T-Rex ersetzen? Ja, das ist eine Frage. Ich habe das schon mal auch bei anderen Parts gemacht. Ich meine, mit was wäre, wenn der Spinosaurus auch in Jurassic Park 2 dabei gewesen wäre? Da haben wir auch mal drüber gequatscht gehabt. Einmal, was wäre, wenn wir den Spinosaurus einfach in die Geschichte mit reinpacken? Und eben einmal dann auch die Frage, was wäre, wenn wir den T-Rex gegen den Spinosaurus austauschen? Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist blöd für zwei verschiedene Videos, weil diese Thematiken dann doch sehr stark miteinander zusammenhängen. Plus eben noch, ich finde es sehr interessant, wenn man dann auch wirklich in einem einzigen Video mal die beiden verschiedenen Geschichten begutachten kann, die ja eigentlich dann doch im selben Szenario sich befinden. Also quasi jetzt in dem Fall eben hier in Jurassic Park 3. In diesem Sinne, lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Wir beginnen jetzt hier mit, was wäre, wenn wir anstatt dem Spinosaurus den T-Rex in Jurassic Park 3 gehabt hätten und setzen dann danach direkt an mit, was wäre, wenn der T-Rex den Spinosaurus in Jurassic Park 3 getötet hätte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, wie in jedem Was-wäre-wenn-Szenario fangen wir auch hier erstmal damit an, uns unsere Ausgangssituation vor Augen zu führen. Wir ersetzen jetzt hier in diesem Szenario einfach den Spinosaurus gegen den T-Rex und ich glaube, hier muss man gar nicht so viele Stellschrauben verdrehen, damit das irgendwie auch Sinn ergibt. Ihr wisst ja, in der Regel kommt im Jurassic-Universum bei allem, was irgendwie, nicht unbedingt logisch ist, das Amalgam-Testing ins Spiel. Das Amalgam-Testing habe ich ja auch schon öfter mal kritisiert dafür. Ich finde es an sich sehr geil, dass wir dieses Testing jetzt offiziell im Kanon haben, hoffe aber eben einfach nur für die Zukunft, dass wir das Amalgam-Testing jetzt nicht als Allzwecklösung für alles bekommen. Und normalerweise, wenn wir uns eine Ausgangssituation für ein Was-wäre-wenn zusammenspinnen, beginne ich immer damit zu sagen, das Amalgam-Testing hat eben das und das gemacht oder das Amalgam-Testing hat eben früher stattgefunden oder etwas später stattgefunden. In diesem Szenario fangen wir aber so an, dass das Amalgam-Testing überhaupt nicht stattgefunden hat. Warum? Aufgrund des Hurricane Clarissa. Hätte der Hurricane Clarissa nämlich einfach auch die gesamten Labors zerstört, die Dr. Henry Wu später für sein Amalgam-Testing gebraucht hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen, dieses Testing zwischen Jurassic Park 2 und eben auch Jurassic Park 3 durchzuführen. In diesem Fall hätten wir ganz einfach die cleveren Velociraptoren aus Jurassic Park 3 natürlich nicht bekommen, aber auch der Spinosaurus wäre nie auf der Bildfläche erschienen. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario spinnen wir nun also die Geschichte rund um den Jurassic Park 3 Film, in eine etwas andere Richtung. Das Szenario beginnt, genauso wie eben auch im Film, dass wir sehen, wie Ben Hildebrand und Eric zusammen diesen Gleitschirmflug machen wollen über die Isla Sorna und dann, passiert eben, was passiert werden muss. Die Bootsführerschaft wird umgebracht von einem unbekannten Dinosaurier, die eigentlich in der ursprünglichen Version von Jurassic Park 3 wirklich die Pteranodon gewesen sein sollen. Also ja, die offiziellste Variante der Frage, was ist mit der Crew auf dem Boot passiert, ist einfach die Pteranodon. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Auf jeden Fall aufgrund dessen, dass dann eben die Bootsführerschaft gefressen wird, landen Eric und Ben auf der Isla Sorna und die ganze Geschichte kommt ins Rollen. Paul und Amanda Kirby kontaktieren daraufhin einen Dr. Alan Grant und bestechen ihn mehr oder weniger mit genügend Geld, dass Alan Grant sagt, ja, ich mach's halt doch, ich fliege doch auf die Insel, obwohl er ein paar Minuten vorher noch gemeint hat, auf gar keinen Fall fliege ich jemals wieder auf die Insel. Amanda und Paul bestechen also Dr. Alan Grant und der weiß noch gar nicht genau, warum er überhaupt mit auf die Isla Sorna kommen soll, denn die offizielle Version der Geschichte ist, dass Amanda und, oh Gott, kriege ich es noch richtig zusammen? Amanda und Paul haben gerade geheiratet und wollen, meine ich, aufgrund dessen zur Feier einen Rundflug über die Isla Sorna machen und ja, wer würde dafür natürlich besser in Frage kommen als ein Dr. Alan Grant, der Dino-Experte schlechthin? Dann fliegen sie eben auch los und dann landen sie aber auf der Insel. Grant findet das überhaupt nicht cool, wird dann aber von Cooper K.O. geschlagen. Und als er wieder aufwacht, bemerkt er, dass Udesky
Nash und Cooper, sogenannte Sicherheitsposten einnehmen. Paul Kirby selber nennt es Sicherheitsposten, welche eben eingenommen werden, damit die drei Söldner, die Dinosaurier, von Paul und Amanda fernhalten. Denn es stellt sich später im Film heraus, dass Paul und Amanda von Anfang an schon geplant hatten, auf der Isla Sorna zu landen, um eben ihren Sohn zu suchen. Deswegen haben sie auch noch diese Söldner mit angeheuert. Die werden eben auch dafür bezahlt, dass die aufpassen, dass der Gruppe hier nichts passiert. Achso, übrigens ist auch noch Billy mit an Bord. Billy ist so der Sidekick von Dr. Alan Grant. Auf den kommen wir aber auch nochmal ein bisschen genauer zu sprechen im Verlauf der Geschichte. Was nun passiert, ist genau das, was den Film verändert oder was das Szenario verändert hätte. Denn wir haben in dieser Zeitlinie nie einen Spinosaurus bekommen. Was wir allerdings bekommen hatten, war ein Tyrannosaurus Rex oder beziehungsweise sogar zwei Tyrannosaurus Rex, die wir noch aus Jurassic Park 2 oder auch The Lost World genannt kennen. Die beiden hatten ein Baby und hier gab es ja erste Gerüchte, dass auch der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 3 das Baby wäre. Das ist übrigens offiziell falsch, das stimmt nicht, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir auch mal hier oben verlinkt. Diese beiden T-Rex aus Jurassic Park 2 waren ja auch mit einem Nachwuchs gesegnet und dieser Nachwuchs, ich meine, der wird sogar von Fans Junior genannt, ist nun auch im Erwachsenenalter. Wir dürfen nicht vergessen, Jurassic Park 3 spielt im Jahr 2001 und Junior war eben noch ein Baby gewesen im Jahr 1998, also in Jurassic Park 2, The Lost World. Und ja, durch den Wachstumsbeschleuniger, den die Tiere initiiert bekommen haben, dauert es eben nur 3 Jahre, bis die Tiere auch wirklich ausgewachsen sind. Und ich weiß, jetzt könnte man hier wieder einwerfen, ja, aber Tobi wird denn wirklich auch dann dieses Gen, das ist im Endeffekt ja einfach ein Gen, wird dieser Wachstumsbeschleuniger dann wirklich aber auch mit vererbt bei den Kindern? Und ich denke einfach mal ja, also man könnte jetzt hier auch einfach sagen nein, genauso wie man auch ja sagen kann, weil es gibt hier einfach keine offiziellen Daten dafür, ob das eben so ist oder ob das eben nicht so ist. Allerdings wäre es hierbei schon sehr gut möglich, dass eben auch der Baby-T-Rex wesentlich schneller ausgewachsen ist und in diesem Fall eben auch das Nest verlässt. Das wird ja auch in Jurassic Park 2 mal erwähnt, dass die Eltern so lange auf das Tier aufpassen, bis es eben das Nest verlassen kann. Junior hat also in diesem Szenario das Nest längst verlassen, hat ein Weibchen gefunden, denn wir wissen ja auch, auf der Isla Sorna gab es anscheinend wesentlich mehr T-Rexe, als wir wirklich wissen. Es war mal offiziell eine Zeit lang, ganz kurz zur Info, dass es insgesamt 7 T-Rex gegeben hat im Jurassic Park Universum. Das heißt wirklich in Jurassic Park 1, 2 und 3. Damals haben sie aber auch irgendwie noch Trespasser mit dazu gezählt und da waren es insgesamt 7 T-Rex, die existieren sollten. Ist inzwischen nicht mehr offiziell Kanon, aber hier wissen wir auch, dass auf der Isla Sorna wohl oder übel mehr als nur 3 T-Rex unterwegs gewesen sind. Denn wir wissen ja auch, dass sich Junior und eben seine Eltern Buck und Doe ebenfalls auf der Isla Sorna gefunden haben, aber auf einer völlig anderen Seite, als eigentlich dann Jurassic Park 3 spielt. Trotzdem taucht in Jurassic Park 3 ein weiterer T-Rex auf, der sogenannte Bull T-Rex, der eben nicht das Kind von den anderen beiden ist, der auch weder Buck noch Doe ist, das ist ein eigenständiger Dinosaurier. Wo kam der auf einmal her? Das heißt, ja, es gab definitiv mehr als eben nur die 3 T-Rexe auf der Insel. Ihr merkt schon, worauf ich gerade hinaus will, ja, der T-Rex, den wir jetzt hier nehmen, der jetzt eben den Spinosaurus ersetzen soll, das wird Junior werden, denn Junior ist inzwischen ausgewachsen in diesem Szenario und hat sich mit einem Weibchen gepaart. Auch die haben erneut ein Kind bekommen und jetzt kommen wir zurück zu dem Szenario. Ihr wisst ja, eines meiner, ich glaube, erfolgreichsten oder sogar das am meistgeklickteste Video auf dem Kanal ist das Video, wo wir über die gelöschte Szene oder die grobe Idee eines Baby-Spinosaurus gesprochen haben, die es früher wirklich gegeben hat. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, ich werde es dir nochmal ganz kurz erklären. In der ursprünglichen Grundidee, also noch bevor das Skript wirklich auf dem Tisch gelegen hat, hatte man sich überlegt, in Jurassic Park 3 einen Baby-Spinosaurus einzuführen. Dieser Baby-Spinosaurus wäre dann zur Schau gekommen, als eben Cooper seinen Sicherheitsposten beziehen möchte. Der fällt daraufhin aber in das Nest eines Baby-Spinosaurus, wird von dem angegriffen, am Arm verletzt, deswegen sehen wir auch noch die Verletzung von Cooper am Arm im fertigen Film. Cooper erschießt den Baby-Spinosaurus und deswegen ist der erwachsene Spinosaurus überhaupt erst so hasserfüllt, schon fast so fanatisch hinter der Gruppe von Menschen her. Und das, obwohl er ja den T-Rex gekillt hat und damit auf jeden Fall genug Nahrung hätte für die nächsten paar Tage. Nein, er will ganz gezielt die Menschen töten und der ursprüngliche Grund dafür sollte einfach der gewesen sein, dass ein Baby-Spinosaurus im Film gewesen wäre und eben, naja, dass der halt Cooper zum Opfer gefallen wäre. Das Szenario hier wird nun also ähnlich voranschreiten. Ja, auch hier haben wir wieder einen Cooper, der einen Sicherheitsposten bezieht. Nur dieses Mal fällt Cooper nicht in das Nest eines Baby-Spinosaurus, sondern er fällt in das Nest eines Baby-T-Rex, nämlich in das Nest des kleinen Babys von Junior. Warum sich Junior und seine Familie jetzt
jetzt auf dieser Seite der Insel breit gemacht haben, auch relativ simpel zu erklären. Es gab keine anderen Alpha-Predatoren. Der Spinosaurus war definitiv ein Grund dafür, dass er auch der einzige Alpha-Predator auf dieser Seite der Isla Sorna gewesen ist. Nehmen wir den aber einmal komplett raus, hätten sich hier die T-Rexe natürlich weiterhin verbreiten können. Und ja, in diesem Fall eben spielt sich das Szenario genauso ab, wie eigentlich die gelöschte Szene hätte abspielen sollen. Cooper wird von dem kleinen T-Rex angegriffen und schwer am Arm verletzt. Daraufhin erschießt Cooper das Baby und merkt, wie plötzlich hinter ihm ein warmer, heißer, schnaufender Atem auftaucht. Denn auch Mama T-Rex, also quasi das neue Weibchen von Junior, taucht plötzlich im Nest auf, da Junior nämlich aktuell noch dabei ist, für die Familie nach Nahrung zu suchen und eben auf der Jagd ist. Und Cooper weiß natürlich nichts von dem Ganzen. Sie dürfen sich nicht bewegen, Zeug. Er rennt einfach los. Alan Grant, Billy und die Kirbys hören Schüsse, wie auch später eigentlich im Originalfilm. Und sie hören einfach nur ein lautes Schreien. Plötzlich tauchen Udesky und Nash wieder auf, rennen in Richtung Flugzeug und befehlen dem Rest, auch das Flugzeug zu betreten, da sie jetzt den Motor starten und sie ganz dringend hier weg müssen. Alan Grant, der noch auf der Treppe vom Flugzeug stehen bleibt, sieht, wie Cooper aus dem Gebüsch herausgerannt kommt und einfach nur um Hilfe fleht mit einem verletzten, blutenden Arm. Grant hat das Brüllen des T-Rex allerdings nach dem allerersten Jurassic Park Film nie vergessen. Er weiß, was für ein Dinosaurier nun aus dem Gebüsch kommt. Er schreit Cooper zu, bewegen Sie sich nicht, und Cooper dreht sich einfach nur um und sieht, wie der gewaltige Tyrannosaurus Rex auf ihn losrennt. Doch aus irgendeinem Grund hört Cooper instinktiv auf Dr. Alan Grant. Er weiß, wer Alan Grant ist. Auch er hat sich darüber informiert, mit wem er jetzt überhaupt zusammenreist. Natürlich, denn wen beschützt dieser Mann jetzt hier eigentlich? Auch für die Kirbys. Das heißt, seine einzige Chance hier ist es eben gewesen, auf Dr. Alan Grant zu hören. Und seltsamerweise funktioniert es auch eine Zeit lang. Der T-Rex bleibt plötzlich stehen und reibt seinen Kopf ganz nah am Boden um Cooper herum. Eine Sache allerdings hat Dr. Alan Grant hier nicht bedacht. Er erinnert sich daran, dass auch der T-Rex, also auf der Isla Nublar, den er mit Lex und Tim begegnet ist, dass auch der letztendlich durch das Nichtbewegen der Person eben nicht auf diese aufmerksam geworden ist. Allerdings hat es zu diesem Zeitpunkt noch geregnet und der Geruchssinn des T-Rex war stark eingeschränkt. Aus Jurassic Park 2 wissen wir allerdings, wie extrem stark der Geruchssinn des Tyrannosaurus Rex ist. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum der T-Rex in Jurassic Park 2 immer und immer wieder bei der Gruppe auftaucht, weil er eben einfach das Blut riecht, das Sarah an ihrem Rucksack hatte oder eben an ihrer Jacke hatte und das eben immer wieder an den Pflanzen abgestreift hatte. Das heißt, der T-Rex riecht auch hier erneut das Blut seines Kindes. Es dauert nur wenige Sekunden und das Tier beginnt seltsam um Cooper herumzukreisen. Es wittert das Blut des eigenen Nachwuchses. Udesky verlässt das Cockpit erneut und kommt zu Dr. Alan Grant auf die Treppe zum Flugzeug. Er fragt ihn, was denn hier gerade wirklich passiert. Alan Grant flüstert ihm daraufhin zu, dass das Tier Cooper zwar nicht wahrnehmen kann durch die bloße Sehfähigkeit, aber eben durch den Geruchssinn. Und dass das eben ein gewaltiges Problem ist, denn das Tier wird letztendlich Cooper als Beute sehen und eben einfach zuschnappen, sobald es herausgefunden hat, dass es sich hier bei dem Geruch zwar um das Blut des Kindes handelt, allerdings nur um das Blut und eben nicht das Kind selber, weil das ja eben tot ist. Erinnert ihr euch noch in Jurassic Park 3, also im Film, den wir alle gesehen haben, wie Udesky und Nash ganz am Anfang ihre Waffen ausprobieren und damit ein Flugzeug in die Luft jagen? Haben wir uns da nicht alle später gefragt, wieso wurde die Waffe eigentlich niemals eingesetzt? Das wäre jetzt hier der Zeitpunkt gewesen, an welchem Udesky diese Waffe erneut herausgeholt hätte. Der T-Rex würde weiterhin um Cooper streifen, würde ihn auch hier und da mal mit der Schnauze anschubsen und es würde immer gefährlicher für Cooper werden, doch Udesky wäre schneller. Die Waffe wäre bereits aufgebaut und er würde den T-Rex in 1000 Fetzen zerschießen. Auch ein Cooper würde dieser Angriff natürlich nach hinten schleudern und er würde am Rand der Landebahn landen. Das laute Geräusch hallt komplett durch den gesamten Dschungel und plötzlich hört man erneut ein weiteres lautes Schreien eines weiteren T-Rex. Ja, der Angriff, den Udesky nun eben auf den T-Rex vollzogen hat, lockt nun Junior an, der auf dem Weg zurück zu seinem Nest ist und, naja, dort eben ein totes Baby vorfinden wird und auch die Überreste von seinem Partner. Alan Grant rennt die Treppe vom Flugzeug herunter, packt Cooper am Arm und schleppt ihn dann ins Flugzeug rein. Während Udesky seine Waffe wieder versucht abzubauen, ermahnt Grant ihn aber, er soll es einfach da liegen lassen, wir haben nicht mehr genug Zeit. In der ganzen Hektik bemerken sie allerdings nicht, dass auch sie selber mit den zerfetzten Teilen mit dem Blut von Mama T-Rex bestückt sind, ebenso wie auch das Flugzeug selber, das nun komplett in Rot getaucht ist. Die Gruppe versucht also gerade loszufliegen, plötzlich taucht Junior aus dem Gebüsch heraus auf, packt das Flugzeug am Flügel und reißt es einmal komplett rum. Das Flugzeug dreht sich nun wie ein Kreisel und kracht durch die kompletten Bäume durch und ja, wir müssen jetzt hier einfach ganz ehrlich sagen, das hier wäre mitunter einer der ersten Tode gewesen. Denn
Was wir im Jurassic Park 3 Film sehen, ist auch vielleicht nicht unbedingt sehr realistisch. Das Flugzeug kracht aber eben einfach gerade wie ein Dartpfeil in den Wald rein. Und glücklicherweise werden aber hier einfach nur die Tragflächen und die Flügel vom Flugzeug abgerissen. Und so überleben ja eigentlich alle im Flugzeug dann auch diese Katastrophe, mehr oder weniger, bis dann eben der Spinosaurus auftaucht. In dieser Variante allerdings würde sich das Flugzeug drehen wie ein Kreisel und direkt mit der Seite gegen einen Baum einschlagen. Und in diesem Szenario würde es hier zuallererst Nash treffen. Warum würde es hier Nash treffen? Naja, weil auch Nash im fertigen Film nicht wirklich irgendwie eine Rolle gespielt hat und sogar mitunter den langweiligsten Toten der gesamten Jurassic-Reihe hatte. Habe ich eigentlich jemals alle Jurassic-Tode insgesamt gerankt? Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall wäre Nash dabei ganz weit unten, weil der Tod von ihm ist irgendwie sehr seltsam. Also er will noch vor dem Spinosaurus weghechten und wird dann aber am Bein gepackt und rausgezogen und dann wird er auf ihn draufgetreten und dann wird ihm noch der Kopf abgerissen. Okay, vergesst, was ich eben gerade gesagt habe. Der Tod ist doch ziemlich krass. Auf jeden Fall wäre das jetzt hier in dem Szenario anders. Das Flugzeug wäre bereits in den ersten paar Bäumen hängen geblieben und Nash wäre dabei draufgegangen. Der Rest der Gruppe hätte allerdings entkommen können, denn ja, der Spinosaurus ist trotz allem durch das Amalgam-Testing wesentlich aggressiver als der T-Rex gewesen. Das heißt, der T-Rex wäre auch nicht so schnell hinterhergerannt. Ganz im Gegenteil, da wir ja aus Jurassic Park 2 wissen, dass der Tyrannosaurus Rex ein wirkliches Familientier ist, hätte der Rex jetzt hier erstmal sein Nest und eben auch, naja, die Überreste seines Weibchens identifizieren müssen und erstmal, naja, wirklich darauf klarkommen müssen, was denn gerade wirklich passiert ist. Das heißt, der T-Rex wäre aus dem Szenario jetzt hier zu Beginn erstmal nicht direkt hinterhergerannt, wie es der Spinosaurus in Jurassic Park 3 gemacht hat. Die Gruppe könnte sich also erstmal sammeln und dann würden wir auch ähnlich wie im Film erstmal das Gespräch mit Dr. Alan Grant und auch Paul Kirby haben, wo dann eben rauskommt, warum sie wirklich auf der Insel sind und Grant müsste dann eben auch preisgeben, naja, ich war noch nie auf dieser Insel, ich habe keine Ahnung, was hier wirklich abgeht, was für Saurier sich hier befinden oder wo wir hin müssten, also ich kann mich hier nicht orientieren. Kurz darauf stößt auch ein Billy auf die Eier der Velociraptoren und ja, natürlich würde auch Billy die Eier hier erst einmal mit einstecken, denn das hätte sich ja alles nicht geändert. Die Motivation von Billy wäre logischerweise die gleiche, die hat ja nichts mit dem Auftauchen des T-Rex zu tun und mit dem Verschwinden des Spinosaurus, diese Motivation von Billy bliebe dennoch dieselbe. Die Gruppe rund um Dr. Alan Grant und Co. und naja, in diesem Fall sogar auch zusammen mit einem Cooper, der ist ja auch noch am Leben, das ist ganz wichtig, dass Cooper noch am Leben ist, die Gruppe gerät nun also in das sogenannte Four Seasons, wie Udesky das so schön sagt, also quasi in die Forschungseinrichtung, in welcher, naja, das Amalgam-Testing eigentlich stattgefunden hat. Diese Forschungseinrichtung ist jetzt hier in dieser Variante allerdings wesentlich mehr zerstört und wir haben auch diese riesigen Embryogläser an der Wand haben wir eben auch nicht, weil das Amalgam-Testing hat eben niemals stattgefunden in diesem Szenario. Das heißt auch der komische Moment, wo der Velociraptor seinen Kopf hinter der Scheibe versteckt, um eben Amanda auszutricksen, würde hier auch nicht passieren, da ja sowohl die riesen Reagenzgläser als aber auch der Velociraptor hier nicht existieren würden. Aber auch hier muss man wieder sagen, dass die Velociraptoren selbstverständlich in irgendeiner Art und Weise auftreten würden. Ich meine, wir wissen ja, dass Billy eben gerade auch in diesem Szenario die Eier der Raptoren eingesteckt hat. Und das Prinzip ist im Endeffekt dasselbe wie auch mit dem T-Rex und dem Spinosaurus. Dadurch, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 in diesem Szenario hier nicht erschienen wären, hätten die anderen Raptoren, die wir eben aus Jurassic Park 2 kennen, die Chance gehabt, sich hier niederzulassen. Ich gehe einfach mal sehr stark davon aus, dass diese Velociraptoren aus Jurassic Park 3 ebenfalls ein Grund dafür gewesen sind, dass wir eben die anderen Raptoren hier nicht gesehen haben, da die eben, naja, ihr Revier verteidigt haben. Also das Revier, das wir in Jurassic Park 3 sehen, ist einfach das Revier des Spinosaurus und eben das Revier der Velociraptoren aus Jurassic Park 3 und diese Gleichung nehmen wir jetzt ja eben raus und deswegen können sich dann die anderen Tiere einfacher auf der Insel verbreiten. Demnach ja, auch hier haben wir wieder Velociraptoren, allerdings tauchen jetzt hier in diesem Szenario die Velociraptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 auf und wir kennen ja alle das Jagdverhalten der Tiere, nämlich im hohen Gras zu jagen. Das wäre jetzt auch hier wieder der Fall und wir wissen ja, dass das Four Seasons, also das Labor, das Besucherzentrum auf der Isla Sorna vom hohen Gras umgeben ist. Das heißt, anders als die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, die ja dann irgendwie auch im Dschungel zwischen den Bäumen gejagt haben, jagen diese Velociraptoren jetzt hier ausschließlich im hohen Gras. Aus diesem Grund sehen wir jetzt hier auch nicht die Pflanzenfresser, die wir eigentlich in Jurassic Park 3 gesehen haben, die auch dann später noch ausflippen, als dann die ganze Gruppe von Menschen vor den Raptoren flüchtet. Das ist hier alles nicht da. Aus diesem Grund haben
haben wir hier eine wirklich bedrückende und schon fast unheimliche Stille. Auch Alan Grant bemerkt das dann, dass man hier wirklich einfach gar nichts wahrnimmt, bis eben auf die Schritte der einzelnen Personen. In dem Augenblick allerdings, als alle dann stehen bleiben, um sich neu zu orientieren, hört Alan Grant eine Art von Zischen durch das Gras von draußen und er weiß natürlich, worum es sich hierbei handeln könnte. Alan Grant weist die Gruppe darauf hin, dass sie sich nun in einem Jagdgebiet der Velociraptoren befinden, dass sie ganz leise und ganz vorsichtig agieren sollten. Das erweist sich allerdings, naja, schwieriger als eigentlich gedacht, denn der Boden ist ja voll mit Glas und Schutt, das heißt bei jedem Schritt knackt etwas auf dem Boden. Von Hunger getrieben schlägt dann ein Billy oder tritt dann ein Billy einen Snackautomaten ein, genauso wie wir es auch in Jurassic Park 3 gesehen haben, wodurch dann plötzlich das Rascheln in den Gräsern ebenfalls abrupt stoppt und plötzlich ist alles komplett still. Grant, der ganz genau weiß, was als nächstes passiert, sagt einfach nur mit einem leisen, aber dennoch deutlichen Flüsterton, lauft. Die Gruppe rennt also los, man hört die Raptoren, wie sie ebenfalls parallel zur Gruppe von außen durchs hohe Gras huschen. An den Fenstern entlang kann die Gruppe ebenfalls die Velociraptoren erhaschen. Eine ganze Gruppe von ihnen rennt bereits nach vorne und blockiert die Ausgänge, während der Rest links und rechts um sie herum stehen bleibt. Das Four Seasons, ich nenne das einfach die ganze Zeit so, ich weiß, das Teil heißt eigentlich anders. Wir nennen es aber trotz allem so, weil Udesky das irgendwie so lustig gesagt hat. Das Four Seasons ist nun also komplett von Velociraptoren umzingelt. Grant und Co. schließen sich, genau wie im Original Jurassic Park 3 Film, dann also auch in diese Gitterkästen ein und schließen die Türen einfach ab. Die Velociraptoren in diesem Fall versuchen die Türen zwar zu öffnen, verstehen aber nicht genau, dass sie einfach oben drüber klettern könnten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Tiere auch unfassbar viel Kraft haben und auch in einer schieren Anzahl nun in das Gebäude reinkommen. Grant, Billy und Udesky befinden sich in einem Käfig gemeinsam, während Amanda, Paul und eben auch Cooper sich in dem anderen befinden. Die Velociraptoren haben beide Menschenpaare im Visier und rennen mit ihrem gesamten wuchtigen Körper immer wieder gegen die verschiedenen Zellentüren und die geben auch langsam nach. Auch das Schloss an den Gittern fängt langsam an sich zu biegen und die ersten Velociraptoren beginnen zu verstehen, dass sie einfach die Türen hochklettern können. Plötzlich ertönt von draußen ein gewaltiger lauter Schrei. Die Raptoren erstarren einen Moment und Dr. Alan Grant weiß, dass der T-Rex es irgendwie geschafft hat, sie ausfindig zu machen. In Grants Kopf passieren plötzlich ganz viele verschiedene Sachen. Warum sollte der T-Rex jetzt hier an der Stelle sein? Ist er vielleicht doch einfach nur hier, weil er auf der Jagd ist? Ist er vielleicht aus Zufall hier oder eben, weil er die Raptoren gehört hat? Grant bemerkt dann daraufhin, nein, an der gesamten Gruppe klebt das Blut des weiblichen T-Rex. Er weist die Gruppe dann darauf hin, dass sie die Jacken ausziehen sollten und alles entfernen sollten, was das Blut des T-Rex an sich trägt. Die Raptoren verschwinden nun also aus dem Gebäude heraus und die Gruppe schleicht sich langsam wieder um die nächsten Ecken. Zum einen, um zu schauen, ob die Velociraptoren wirklich verschwunden sind, zum anderen aber auch, um herauszufinden, ob der T-Rex denn noch da ist. Und die Antwort hier ist ja, der Tyrannosaurus Rex ist immer noch da. Als ein gewaltiger Schatten sich plötzlich innerhalb des Gebäudes bewegt, geht die ganze Gruppe in Deckung. Grant schmeißt sich gerade noch so auf den Boden vor das riesige Fenster, als der gewaltige Kopf des T-Rex an der Seite auftaucht und mit den Augen in das Labor hineinschaut. Erneut flüstert Alan Grant ein, nicht bewegen an die Gruppe und die machen das auch genau so, wie Grant das denen eben sagt. Und ja, ich habe Amanda Kirby hier nicht ganz so dämlich gemacht wie im Film, weil das mit dem Megafon und ich mag Jurassic Park 3 ja wirklich, ich verteidige Jurassic Park 3 auch regelmäßig, aber das ist schon extrem dämlich gewesen. Die ganze Gruppe robbt sich nun also durch die Glasscherben und den Schutt hindurch, der noch am Boden liegt und der T-Rex öffnet seine weiten Nüstern und beginnt damit herauszufinden, ob er hier den Geruch seines getöteten Kindes und eben seines Weibchen, seines Partners irgendwo wittern kann. Dadurch, dass der T-Rex eben aber auch, wie wir aus Jurassic Park 2 wissen, sogar den Geruch von Blut gegen den Wind riechen kann, würde der T-Rex auch in diesem Szenario das Blut wittern, das noch an den Klamotten unserer Helden gehangen hat. Das heißt, solange die Klamotten in dem Gebäude drin sind und unsere Helden auch in dem Gebäude drin sind, sind sie eben hier nicht mehr sicher. Dr. Alan Grant und Co. entfernen sich nun immer weiter von dem Fenster, an dem der T-Rex immer noch versucht, herauszufinden, wo der Geruch herkommt. Der Rex steckt schließlich seinen gewaltigen Kopf langsam durch das Fenster durch, die Scheibe knackt und bricht in sich zusammen und der Kopf kommt direkt zwischen Cooper und eben einer Amanda zum Vorschein. Cooper erstarrt ganz plötzlich, er kann nicht einfach mehr weiter nach vorne robben, denn da ist der Kopf des Tyrannosaurus Rex, er muss wieder zurück. Und eigentlich hätte der T-Rex Cooper hier nicht einmal mehr wittern dürfen. Allerdings hat Cooper etwas, was die anderen von sich entfernen konnten, nämlich das Blut, das immer noch an Coopers Arm, also auch an seiner Haut hängt. Und ja,
auch der Rest der Gruppe ist nicht davon verschont geblieben, dass eben das Blut auch bei denen ins Gesicht oder auf die nackte Haut geregnet ist, als Udesky den weiblichen T-Rex nahezu in die Luft gesprengt hat. Aber Cooper hat eben eine noch relativ frische Wunde vom Baby T-Rex am Arm und wir sehen ja auch in Jurassic Park 3, wie tief diese Wunde ursprünglich ist. Das heißt, das hier wäre das Ende von Cooper gewesen. Der T-Rex hätte seinen gewaltigen Kopf plötzlich nach links gedreht, hätte nach Cooper geschnappt und ihm einfach den Oberkörper abgebissen. Amanda, die daraufhin geschockt wäre, würde jetzt erst anfangen zu schreien. Alan Grant würde nur rufen, lauft, und die ganze Gruppe würde erneut losmarschieren, während der T-Rex voller Panik immer wieder seinen Kopf durch das Fenster hindurchknallt. Das Tier ist komplett in Rage. Die gesamte Gruppe gelangt dann eben nur noch auf das Feld, wo eigentlich die Velociraptoren hätten auf sie warten müssen. Die sind aber inzwischen auch in Deckung gegangen, denn der T-Rex läuft hier komplett amok und versucht gerade das gesamte Gebäude niederzureißen. Aufgrund dessen entkommt unsere Gruppe dann allerdings auch und gerät in den Dschungel hinein. Jetzt hätten wir eine Szene, die sich ähnlich so abspielen würde, wie auch in Jurassic Park 3. Die Velociraptoren würden erneut einen Angriff starten. Und diesmal im Wald, denn Billy hat ja schließlich auch deren Eier gestohlen. Und auch das würden die Tiere hier wittern. Das heißt, hier würden wir auch ein ähnliches Szenario haben wie in Jurassic Park 3, also im Endeffekt genau dasselbe, dass die Velociraptoren jetzt hier ebenfalls auch Cooper als lebendige Falle benutzen würden. Das lassen wir hier einfach mal raus. Das würden die Velociraptoren aus Jurassic Park 2 niemals machen. Und das war ja eben auch so das Ding, dass die Velociraptoren in Jurassic Park 3 wesentlich schlauer gewesen sind und deswegen konnten die ja so Sachen eben auch einfach abziehen. Aber auch hier würde ein Udesky definitiv sterben, denn das Jagdverhalten der Tiere wäre dasselbe wie eben auch bei denen aus Jurassic Park 3. Udesky würde sich auf einen Velociraptor fokussieren, der genau vor ihm ist, während dann von den Seiten zwei weitere Velociraptoren angreifen würden und ihn zu Boden ringen und eben fressen würden. Der Rest der Gruppe schafft es nun also zu entkommen und naja, Alan Grant wird vom Rest der Gruppe ebenfalls getrennt, trifft auf Eric Kirby und die beiden unterhalten sich, genauso wie eben auch im Film. Ich meine, ab jetzt haben wir wieder ein Szenario, das eben genauso abläuft wie auch im Jurassic Park 3 Film. Billy, Amanda und Paul sind irgendwie von Alan Grant getrennt worden. Und trotz allem haben wir jetzt hier erneut die Chaos-Theorie, die wieder eintrifft. Denn überlegen wir uns mal, wie es im Originalszenario gewesen ist. Wie haben denn Paul, Amanda und Billy zurück zu Alan Grant und eben auch Eric gefunden? Naja, weil der Spinosaurus Nash gefressen hatte und dabei hat er auch das Satellitentelefon gefressen, das Nash eben bei sich hatte. Und weil das beim Spinosaurus eben im Bauch geklingelt hatte, wussten dann auch Amanda, Paul und Billy, wo Alan Grant und eben Eric sind. Das wäre jetzt hier allerdings überhaupt nicht der Fall, denn Nash wäre ja nicht gefressen worden. Nash ist immerhin gestorben, als das Flugzeug gegen den Baum gekracht ist. Man könnte jetzt hier auch einfach sagen, ja gut, aber der T-Rex ist ja eh nochmal zurückgelaufen, der könnte ja auch noch Nash dann gefressen haben. Das könnte man jetzt so aufbauen, ja, aber lasst uns doch mal schauen, wie das Szenario weitergegangen wäre, wenn das eben nicht der Fall gewesen wäre. Das heißt, Alan Grant und Eric hätten sich dann letztendlich auf den Weg gemacht, nach dem Rest der Gruppe zu suchen, denn Eric weiß nun auch, dass Grant mit seinen Eltern hier ist. Im Originalfilm sehen wir, dass Eric hört, wie dann eben das Telefon klingelt, das ja eigentlich Nash haben sollte, und dann rennt er einfach los. Das Ding hierbei ist, er rennt in dieselbe Richtung, in die sie eben gerade gelaufen sind. Das heißt, sie würden trotz allem denselben Weg einschlagen, auch wenn das Handy jetzt in dem Szenario hier nicht klingeln würde. Eric und Grant kämen also dann an dem Zaun an, den wir auch aus dem Originalfilm kennen, also den Zaun, wo dann eben eigentlich im Original die Gruppe wieder aufeinander trifft und dann gehen sie eben langsam übers Feld rüber und naja, auf der anderen Seite wartet diesmal einfach niemand von den anderen auf sie. Billy, Amanda und Paul würden also weiterhin durch den Dschungel irren und irgendwie versuchen herauszufinden, wo Alan Grant und Eric stecken. Die beiden treffen natürlich inzwischen auf den Tyrannosaurus Rex, der es auch geschafft hat, die beiden erneut auszumachen. Alan Grant hätte allerdings die Chance gehabt, sich im Container von Eric, also wo Eric sich drin versteckt hat über Monate hinweg, sich das Blut von den T-Rexen vom Körper runterzuwaschen. Amanda, Paul und Billy wären aber auf diese Idee nicht gekommen. Aus diesem Grund würde es auch hier wieder einen gewaltigen lauten Schrei geben und auch der Schrei von Amanda, Paul und Billy würde durch den gesamten Dschungel hallen. Alan Grant und Eric würden jetzt bemerken, okay, die anderen sind überhaupt nicht weit entfernt von uns und auch die beiden würden anfangen, laut loszubrüllen. Sie würden schreien, hier sind wir und die Gruppe würde das mitbekommen und so würden die dann wieder aufeinandertreffen. Allerdings wäre das Ganze ein bisschen anders, denn der T-Rex wäre ja schon auf der Fährte von Amanda, Paul und Billy und die drei würden einfach nur aus dem Dschungel rausrennen, würden auf den Zaun zurennen, quasi auf der anderen Seite vom Zaun würden sie auf den Zaun zurennen. Alan Grant hätte das kleine Loch im Zaun entdeckt, das Loch, in dem eigentlich Alan und Eric in Jurassic Park 3 flüchten. Da müssen nun aber die anderen drei nun durchschlupfen, um zu den anderen beiden rüberzukommen.
rüberzukommen. Allerdings erwischt es hierbei einen Paul Kirby, denn der T-Rex ist natürlich trotz allem unfassbar schnell unterwegs und er packt Paul Kirby mitten im Rennen und frisst ihn erstmal auf. Amandas lauter Schrei hallt erneut durch den Dschungel und sowohl Amanda als aber auch Billy schaffen es gerade noch so durch das Loch des Geheges hindurch. Und ja, ihr habt mitbekommen, diesmal befinden wir uns auf der anderen Seite. Diesmal sind unsere Helden nicht von der Seite, die später in den Dschungel führt, auf die andere Seite gerannt, die dann in den Vogelkäfig runterführt. Nein, dieses Mal gelangen wir gar nicht erst zu dem Pteranodon in den Vogelkäfig runter, weil wir nun auf der anderen Seite des Zauns sind. Und auch hier wägen sich unsere Helden zuallererst in Sicherheit, bis dann aber auch der T-Rex durch den Zaun hindurchpreschen kann. Im Originalfilm sind unsere Helden ja quasi in die andere Richtung gerannt, das heißt, hier haben sie eben dann den Schutz in der Hütte gefunden, die dann eben runter zum Vogelkäfig führt. In dieser Variante hier hätten sie diesen Schutz aber nicht. Sie würden erneut zurück in den Dschungel rennen müssen. Und ja, genau in den Dschungel, in welchem auch die Velociraptoren auf die Gruppe warten würden. Den T-Rex also dicht auf den Fersen, wäre die Gruppe nun nicht in der Lage gewesen, länger beieinander zu bleiben. Auch hier wären die Helden wieder voneinander getrennt worden. Dadurch, dass Billy allerdings die Eier bei sich hat, wären die Velociraptoren auch erneut auf die Gruppe aufmerksam geworden. Alan Grant und Eric schaffen es gerade noch so, auf die Bäume hochzuklettern, allerdings schaffen es sowohl Amanda als aber auch Billy nicht rechtzeitig. Billy wird von den Velociraptoren in Stücke gerissen, während Amanda, genau wie ihr Mann, auch dem Tyrannosaurus Rex zum Opfer fällt. Grant und Eric befinden sich nun also auf den Bäumen und die Velociraptoren bleiben ganz nah an ihnen dran. Sie verlassen ihre Stellung unterhalb der Bäume nicht. Alan Grant macht sich Gedanken darüber, wie sie hier wieder rauskommen können. Die Situation kann allerdings nur gelöst werden, wenn sie gerettet werden. Hierbei erinnert er sich dann an das Satellitentelefon, das ja noch Nash gehabt hat, als sie auf der Insel angekommen sind. Sie müssten irgendwie wieder zurück zum Flugzeug zu gelangen, allerdings gäbe es hierfür keine wirkliche Chance. Würden sie die Bäume verlassen, würden die Velociraptoren sie fressen, würden sie aber auf den Bäumen bleiben und darauf hoffen, dass sie eines Tages gerettet werden, könnten sie entweder verhungern oder eben aber auch verdursten. Wenige Tage später würde eine Dr. Ellie Sadler versuchen, noch einmal Kontakt zu Alan aufzunehmen, würde dann daraufhin merken, dass der sich immer noch nicht gemeldet hat. Alan Grant scheint verschollen zu sein und ja, Ellie weiß von Alan selber, wo er sich befindet. Vor lauter Euphorie über das Geld, das ein Paul Kirby einem Alan Grant versprochen hat, hat Grant ebenfalls Ellie erzählt, dass er nach diesem Rundflug seine Ausgrabungen weiterhin finanzieren kann. Ellie weiß nun also, dass Grant auf der Isla Sorna ist. Sie kontaktiert Mark daraufhin, der irgendwie mit dem Verteidigungsministerium war es, glaube ich, gewesen, irgendwas zu tun hat oder zumindest in irgendeiner Regierungsebene hat er auf jeden Fall Einfluss gehabt und naja, die gesamte Kavallerie kommt dann letztendlich auf der Isla Sorna an, um Eric und Alan zu retten. Doch jede Hilfe kommt hier leider zu spät. Was sie hier nur noch vorfinden, sind zwei abgemagerte und auch abgenagte Skelette von dem jungen Eric oder eben auch von Alan Grant. Was mit den beiden passiert ist, bleibt hier im Geheimen. Wir wissen es eben nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr meint, wie die beiden eben gestorben sind. Sind beide einfach nur verhungert, nur in Anführungszeichen, oder eben verdurstet, oder sind sie doch runtergeklettert und sind gefressen worden? Sind sie vielleicht vom Baum gefallen vor lauter Schwäche und dann unten gefressen worden? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Das hier war allerdings das Was wäre, wenn der Tyrannosaurus Rex anstatt der Spinosaurus in Jurassic Park 3 gewesen wäre. Und nein, wir sind noch nicht am Ende, denn jetzt kommt nämlich direkt der zweite Part hinten dran. Ich habe ja gesagt, das Ganze hier ist ein spezielles Video. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier gehen wird. Wir knacken vielleicht sogar die eine Stunde in diesem Format, in diesem Video. Doch jetzt spulen wir nochmal ganz zurück zum Anfang von Jurassic Park 3 und überlegen uns, was wäre denn gewesen, wenn der Tyrannosaurus Rex den Kampf gegen den Spinosaurus gewonnen hätte. Und glaubt mir, es wird sehr wahrscheinlich sehr überraschend für euch werden. Das Was-wäre-wenn-Szenario geht also genauso los wie der ursprüngliche Film. Alan Grant und Co. landen auf der Isla Sorna, der Spinosaurus taucht auf, frisst Nash, frisst Cooper und unsere Helden gelangen in den Dschungel, treffen auf einen Tyrannosaurus Rex, rennen wieder weg, dann taucht der Spinosaurus erneut auf und der Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus Rex beginnt. Und ja, natürlich haben alle immer wieder recht, die mir schreiben, na Tobi, aber in echt hätte der T-Rex sehr wahrscheinlich den Spinosaurus besiegt, wäre in echt sehr wahrscheinlich
wirklich so gewesen, gerade da wir auch im Film sehen, dass der T-Rex den Spinosaurus direkt am Anfang am Genick packt. Das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo der Kampf hier schon längst entschieden worden wäre. Und genau das passiert auch hier in diesem Szenario. Der T-Rex bricht dem Spinosaurus sein bescheuertes Genick. Entschuldigung, aber, aber ich steigere mich hier gerade wirklich rein. Das Video ist einfach jetzt für alle da, die es hassen, dass der Spinosaurus den T-Rex gekillt hat. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist nur für euch da. Der T-Rex bricht dem Spino das beschissene Genick. Das Tier knallt auf den Boden und ab jetzt geht die Geschichte eben, naja, weiter. Die Frage ist nur, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Denn jetzt haben wir ja den Spinosaurus aus der Gleichung rausgenommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, ja, Tobi, aber jetzt haben wir doch eigentlich dasselbe Szenario wie das, was du uns eben gerade präsentiert hast. Jetzt ist ja wieder nur der T-Rex da. Nein, nicht ganz. Denn ihr müsst euch überlegen, was ist in der Geschichte davor passiert. Davor hat der T-Rex die Gruppe gejagt, weil sie eben noch Blut von dem Weibchen und eben aber auch von Juniors Baby an sich gehabt haben. Das wäre jetzt aber in diesem Was-wäre-wenn-Szenario nicht der Fall gewesen. Das heißt, ja, in diesem Szenario hier können wir wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier sowohl den Spinosaurus als aber auch den Tyrannosaurus aus der Gleichung rausnehmen würden. Der T-Rex würde hier in dem Szenario keinen Grund haben, den Menschen hinterherzujagen. Der Spino hat eben den Grund gehabt wegen seinem Kind, auch Junior hat einen Grund gehabt, in der Geschichte davor eben auch wegen Kind und Frauchen. In dem Szenario jetzt aber hier hätte der T-Rex den Spino getötet und hätte dann daraufhin einfach keinen Grund mehr gehabt, die Menschen zu jagen. Das heißt, unsere gesamte Gruppe wäre ohne Verfolgung eines Alpha-Predators durch den Dschungel gelaufen. Und ey, glaubt jetzt ja nicht, dass die Geschichte deswegen langweiliger wird. Nein, tatsächlich muss man wirklich sagen, es hätte unfassbare Konsequenzen gehabt. Unfassbare Konsequenzen gehabt, wenn der Spinosaurus nicht in Jurassic Park 3 gewesen wäre. Wir haben ja eben gerade schon gesehen, was bei mir im Szenario passiert wäre, wenn nur der T-Rex da gewesen wäre. Ey, wenn die Geschichte von Jurassic Park 3 wirklich so verlaufen wäre, dass der Rex den Spinosaurus gekillt hätte, wartet ab, was dann passiert wäre. Und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen nachvollziehbarer als das, was ich euch eben gerade in der Geschichte davor erzählt habe. Denn unsere Helden wären nun natürlich auch wieder an das Labor gekommen, in welchem Dr. Henry Wu einst das Amalgam-Testing durchgeführt hat. Auch hier wären sie nun auf die Velociraptoren getroffen, denn die gibt es ja trotz allem noch. Das wären jetzt allerdings auch hier wieder die roten und eben weißen Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Unsere Gruppe hätte also aus dem Labor wieder raus fliehen müssen. Dabei wäre dann ein Udesky gestorben und Alan Grant wäre von Paul, Amanda und Billy getrennt worden. Alan Grant wäre dann also auf einen Eric getroffen, genau wie auch im Film. Und die Gruppe hätte nun versucht, irgendwie zusammenzufinden. Ja, in diesem Fall hätte das Telefon wohl auch nicht allzu viel hergemacht, denn der Spinosaurus wäre ja tot. Also er hat zwar Nash gefressen mit dem Telefon im Bauch und das würde eventuell auch noch klingeln, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so tief in den Wald rein, dass sie das jetzt wirklich wahrnehmen würden. Das heißt, unsere Gruppe würde sich wirklich auf die Suche machen nach Alan Grant und Eric. Und sagen wir einfach mal, das hätte alles ein bisschen länger gedauert. Sagen wir aber trotzdem, die Gruppe trotz allem zusammengetroffen wäre, auch genau an diesem komischen Zaun, wo eigentlich der Spinosaurus auftauchen sollte. Das könnte ja sehr gut sein, da Alan Grant ja gesagt hat, wir treffen uns am Wasser, also wir wollen runtergehen zur Küste. Und da hat dann Eric noch gemeint, das ist eigentlich eine blöde Idee, weil je näher wir ans Wasser kommen, umso größer werden die Viecher auch. Aber Grant hätte daraufhin eben einfach erwidert, ja Moment, mag gut sein, aber das haben wir einfach ausgemacht, also lass uns trotz allem irgendwie in Richtung Wasser laufen. Aufgrund dessen wären dann unsere Helden, also beide Gruppen, wieder zusammengetroffen. So, was wäre jetzt so Schlimmes passiert, wenn der Spinosaurus nicht aufgetaucht wäre? Ich sag's euch, ganz einfach. Passt auf, das ist jetzt die Chaos-Theorie in vollen Zügen. Wenn der Tyrannosaurus Rex den Spinosaurus getötet hätte, wäre der Spinosaurus später nicht mehr am Zaun aufgetaucht und hätte unsere Gruppe in das große Haus reingejagt, in welchem sie dann später in den Vogelkäfig runtergekommen wären. Wäre nicht passiert. Das heißt, unsere Helden hätten den Vogelkäfig gar nicht erst betreten, denn sie wollen ja runter zur Küste laufen, Richtung Wasser. Es gäbe also keinen Grund, da rein zu marschieren. Dadurch, dass sie aber nun eben nicht in diesem Gebäude oder auch im Vogelkäfig drin gewesen wären, wären sie sehr viel schneller auch auf den Schirm der Velociraptoren gekommen, denn die haben unsere Helden ja weiterhin verfolgt. Konnten sie aber eben nicht weiter verfolgen ab einem bestimmten Punkt, da die ja dann eben runter in diesen Vogelkäfig gegangen sind. Den hätten sie allerdings jetzt ja umgangen und sie wären direkt Richtung Küste gelaufen. Das heißt, die Velociraptoren wären wesentlich schneller auf ihrer Fährte gewesen. Also hätten wir die Szene mit der Eierübergabe auch wesentlich früher gehabt. Alan Grant hätte hier wieder seine Resonanzkammer ausgepackt und eben versucht, die Velociraptoren vom
ja, vom Rest irgendwie abzulenken oder eben um Hilfe zu rufen. Und das Ganze würde hier allerdings genauso wenig funktionieren. Amanda Kirby würde allerdings dem Weibchen auch die Eier wiedergeben. Billy würde die restlichen Eier ebenfalls an die Velociraptoren weiter überreichen. Und naja, die Velociraptoren, die Eier nehmen, würden auch wieder wegrennen, genauso wie im späteren Film. Genauso wie im Original Jurassic Park 3 Film. Allerdings müssen wir uns eines noch vor Augen führen. Die Velociraptoren in Jurassic Park 3 sind erst dann wirklich geflüchtet, als sie die Helikopter der Navy und der Kavallerie, eben wie es da genannt wird, als sie da die Helikoptergeräusche von den Rotoren hören. Da die Raptoren jetzt allerdings sehr viel früher auf Alan Grant und Co. gestoßen wären, hätten sie das noch nicht hören können. Und ey, mal ganz ehrlich, glaubt ihr, die Velociraptoren wären trotzdem abgehauen, auch wenn sie das nicht gehört hätten? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Ich weiß, man hat den Velociraptoren in Jurassic Park 3 ein bisschen mehr Persönlichkeit zugeschrieben, eben ja auch aufgrund des Amalgam-Testings, aber es wäre einfach nur doof, diese Beute, die ja gerade vor denen kniet schon, nicht auch wirklich dann zu erlegen. Hätte der T-Rex also den Spinosaurus getötet, wären unsere Helden niemals in die Pteranodon-Käfige reingegangen und wären wesentlich früher von den Velociraptoren entdeckt worden und dann eben aber auch gefressen worden, da die Kavallerie erst sehr viel später gekommen wäre. Allerdings will ich hier ganz kurz nochmal an den Moment zurückspulen, an dem unsere Gruppe aufeinander trifft, und wir überlegen uns jetzt einfach nochmal, was wäre aber, wenn Dr. Alan Grant hier auch gesagt hätte, Moment mal, die Velociraptoren könnten uns immer noch auf der Fährte sein, weil die ja eben auch gejagt haben. Wir sollten doch in dieses Gebäude reingehen, da sind wir eventuell sicher. In diesem Fall wären sie dann auch, wie im Original Jurassic Park 3 Film eben in das Gebäude reingegangen. Alan hätte Billy entdeckt mit den Eiern, die er eben geklaut hat. Er hätte ihm die Predigt gehalten. Wir hätten die gesamten Tyrannodon dann auch gesehen. Genauso wie es eben dann auch im fertigen Film vorkommt. Allerdings wäre der Film dann an dem Augenblick vorbei gewesen, an dem es dann der Rest der Gruppe schafft, aus dem Vogelkäfig heraus auszubrechen. Denn es würde nun ja auch kein Spinosaurus mehr auftauchen. Es würde nun ja auch kein T-Rex mehr auftauchen, weil es einfach keinen Sinn machen würde, dass der T-Rex jetzt aus irgendeinem Grund die Gruppe noch weiterjagen würde. Das heißt, die gesamte Szenerie, in welcher der Spinosaurus unsere Helden noch einmal aufhält, in der dunklen Szene, würde eben dann auch nicht stattfinden. Unsere Helden würden dann also irgendwo mit dem Boot ankommen und würden dann erstmal darin schlafen, bis eben wieder der Tag angebrochen wäre. Ab dann würde das Szenario wieder genauso weiterlaufen wie im Original Jurassic Park 3 Film. Die Velociraptoren würden erst jetzt auftauchen, die Eier wären erst jetzt übergeben worden und die Kavallerie würde auftauchen und das Szenario wäre ähnlich abgelaufen. Allerdings müssen wir uns mal ganz kurz vorstellen, wie unfassbar geil diese Szene auf dem Boot gewesen wäre mit einem Tyrannosaurus Rex. Diese ganze Sache vom T-Rex mit dem Nichtbewegen kann zu einer so geilen Atmosphäre führen. Aktuell zocken wir ja auch hier auf YouTube live Jurassic World Aftermath. Auch hier taucht der T-Rex immer wieder mal auf und wir dürfen uns quasi nicht bewegen, wenn der uns anschaut. Überlegt euch einfach nur mal, wie gruselig eine Szene gewesen wäre, wo ein schwimmender T-Rex plötzlich seinen Kopf neben dem Boot erhoben hätte und alle müssten komplett still stehen bleiben. Im Hintergrund würden Blitze durch die Nacht flackern, der Regen würde runterprasseln, unsere Helden rutschen vielleicht noch leicht übers Boot und der T-Rex würde einfach versuchen, die Fährte von denen aufzunehmen. Wäre eine unfassbar geile Szene, aber jetzt in diesen drei verschiedenen Was-wäre-wenn-Varianten aus Jurassic Park 3 habe ich die irgendwie einfach nicht kommen sehen, von daher, ja, wäre das quasi ausgeblieben. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, was hältst du von diesem Was-wäre-wenn-Szenario? Hast du noch eigene Ideen, wie das Ganze hätte ablaufen können? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.